Keller unter Wasser, was tun? Es hat auch ihren Keller erwischt, Unwetter mit Starkregen und schon schafft die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr. Das Ergebnis? Überflutete Kellerräume, Wasserschäden am Gebäude und am Hausrat. Was ist jetzt zu tun? Zuallererst schalten Sie bei vollgelaufenem Keller sofort den Strom ab. Die Schäden für die Versicherung dokumentieren. Fotografieren Sie die Schäden, gesamte Räume und Details und erstellen Sie eine Liste der beschädigten Gegenstände. Markieren Sie den erreichten Wasserstand. Gefahrenquellen erkennen, beseitigen. Sollten sich Fäkalien im Wasser befinden, tragen Sie entsprechende Schutzkleidung wie Gummistiefel und Handschuhe und vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt. Sind Schadstoffe wie zum Beispiel Öl oder Farben ausgelaufen? Verständigen Sie die Feuerwehr, die Ihnen bei der Entsorgung bzw. beim fachgerechten Abpumpen hilft. Bitte keinesfalls rauchen. Aufräumen, wenn die Versicherung Ihr Okay gibt. Sollte es nötig sein, pumpen Sie den Keller mit einer Tauchpumpe leer. Eine Tauchpumpe können Sie in der Regel im Baustoffhandel leihen. Sobald Sie mit Ihrer Versicherung gesprochen haben, können Sie den Keller aufräumen und beschädigte Gegenstände fachgerecht entsorgen. Elektroinstallationen prüfen, Keller trocknen. Vor der Wiederinbetriebnahme von Elektroinstallationen lassen Sie diese bitte vom Fachmann prüfen. Nach dem Leerpumpen lüften Sie über einen längeren Zeitraum und stellen eventuell einen Entfeuchter auf. Im Zuge der anschließenden Sanierung können Sie Ihren Keller für kommende Wetterkapriolen wasserdicht machen. Mit dem Akku-Kellerschutzsystem, bestehend aus Kellerfenster und Rückstausicherung, Lichtschacht und Wärmedämmung. Alles über die beste Nach- und Vorsorge mit den Produkten von Akku erfahren Sie unter kellerschutz.de. Hotline 09 736 4172.